Der Holzparkett-Bandschleifer und der Holzparkett-Randschleifer aus der Bayer Vermietung bilden ein unschlagbares Team, wenn es darum geht, Holzdielen, Parkett oder Korkfußböden wieder auf Vordermann zu bringen. Auf großen Flächen beweist der Holzparkett-Bandschleifer HBS seine Schleifqualitäten. Bevor der Holzparkett-Bandschleifer eingesetzt werden kann, muss der Staubsack mit Kordel am Führungsrohr befestigt werden. Dann den Stecker des Verlängerungskabels mit dem Motorkabel verbinden, den Schalterknopf auf Position Start drehen und kurz festhalten. Nach Erreichen der vollen Motordrehzahl den Schalter loslassen, da dieser dann automatisch in den Modus Betrieb Working wechselt. Setzen Sie die Walze immer nur dann auf, wenn Sie den Parkettschleifer bewegen. Bevor Sie die Richtung ändern, müssen Sie die Walze ebenfalls anheben, da sonst unerwünschte Vertiefungen entstehen. Über den Einstellhebel am Gerät lässt sich die dreistufige Walzendruckregulierung in den gewünschten Modus Fein, Mittel oder Grob ändern. Für jeden Schliff die passende Lösung. In den Bayer Mietstationen erhalten Sie Schleifbänder unterschiedlicher Körnung. Zum Wechseln des Bandes muss nicht nur die Schleifwalze vom Boden angehoben, sondern auch der Netzstecker gezogen werden. Dann den Deckelverschluss lösen und das Abdeckblech abnehmen. Durch Ziehen des seitlich angebrachten Hebels wird das Schleifband entspannt. Nun kann das verbrauchte Band von der Walze genommen und ein neues eingesetzt werden. Abschließend die Schleifbandwalze durch Betätigung des seitlichen Bedienhebels spannen und das Abdeckblech wieder befestigen. In jedem Fall sind mehrere verschiedene Schleifgänge nötig. Wie oft Sie schleifen müssen, hängt von den Überständen und den Unebenheiten ab. Zum effektiven Abschleifen von Randbereichen, Ecken sowie Holztreppen eignen sich Holzparkett-Randschleifer mit unterschiedlichen Vorsatzlängen. Mit einem Gewicht von nur 8 kg lässt sich der Randschleifer leicht und präzise führen. Auch hier ist vor Inbetriebnahme der Staubsack sicher am Absaugstutzen zu befestigen. Dann wird das Motorkabel mit dem Verlängerungskabel verbunden und der Randschleifer ist einsatzbereit. Über den WIP-Schalter wird das Gerät ein- und ausgeschaltet. Auch für den Randschleifer stehen in den Bayer Mietstationen verschieden gekörnte Schleifscheiben zur Verfügung. Zum Wechseln immer das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und den Randschleifer auf den Kopf stellen. Mit dem Universalschlüssel die Schraube komplett lösen, die verbrauchte Scheibe vom Schleifteller nehmen, die neue Scheibe einlegen, fest auf die Tellerachse drücken und dann die Schraube wieder fest anziehen. Mit dem Holzparkett-Randschleifer lassen sich Ränder, Ecken und Nischen ansatzlos bearbeiten. Die Leistungsaufnahme von 1200 Watt erbringt unter Last eine Schleifteller-Drehzahl von 3100 Umdrehungen pro Minute. Der Holzparkett-Randschleifer und der Holzparkett-Bandschleifer arbeiten Hand in Hand mit überzeugenden Schleifergebnissen.